Herzlich willkommen bei Klavierlernen mit Melanie. Heute habe ich einen ganz tollen Trick für euch, wie ihr ganz schnell in Windeseile einen Major 7 Akkord greifen könnt. Ihr kennt das ja bestimmt auch. Drei Klänge lassen sich eigentlich total einfach bilden. Aber sobald ein vierter Ton dazu kommt, dann ist man schon ganz schnell aufgeschmissen. Große Septime, kleine Septime, wer soll denn da eigentlich noch durchblicken? Und wie kann ich die schnell finden und schnell greifen? Ja, und damit ihr jetzt nicht völlig am Verzweifeln seid und hier am Ende noch anfangt, die Halbtonschritte abzuzählen, habe ich einen ganz tollen Trick für euch. Guck mal, also es ist eigentlich ganz einfach. Wir nehmen jetzt mal den C-Dur-Dreiklang. C, E, G. Und um jetzt einen Vierklang, nämlich in unserem Fall einen Major-7-Akkord mit großer Septime draus zu machen, fehlt da jetzt noch ein vierter Ton. Und der ist irgendwo hier oben. Aber wie kann ich den jetzt schnell finden? Was macht man normalerweise? Normalerweise würde ich ja jetzt vom Grundton aus schauen und weiß, oh, die Septime ist ein total großes Intervall. Da muss ich ja von hier bis nach hier gucken und abzählen. Und dann kann ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das ist viel zu lange und viel zu anstrengend, diese Methode, wenn ich von quasi von hier nach rechts auf der Tastatur gucke, wo hier oben der Ton sein könnte. Es gibt dabei einen ganz einfachen Trick eigentlich. Statt nach hier rechts zu gucken, schaut doch mal nach links runter. Und zwar, wenn ihr jetzt schaut, hier unser Grundton C, dann schaut mal einen Halbtonschritt runter. Und da seht ihr schon unsere große Septime. Also, C Major 7. Wir greifen den C-Dur-Akkord, schauen, wir schielen quasi hier einen Halbtonschritt drunter, ja, unter dem Grundton und spielen dann diesen Ton hier oben mit dem kleinen Finger. Und schon haben wir ein C-Major-7-Akkord. Machen wir das gleiche doch für G-Dur. Wir wollen jetzt einen G-Major-7. Also, wir greifen den G-Dur-Akkord, schielen hier bisschen nach links runter, ja, hier ist unser Grundton G, aha, einen Halbtonschritt tiefer haben wir das Fis. Diesen Ton speichern wir uns jetzt in Gedanken und spielen den dann einfach mit dem kleinen Finger hier oben. Und schon haben wir die Grundstellung für einen G-Major-7-Akkord. Machen wir das Ganze doch zur Übung gleich mal in D-Dur. Also, wir haben einen D-Dur-Dreiklang, wollen ganz schnell einen D-Major-7-Akkord spielen. So, was machen wir? Aha, hier ist unser Grundton. Wir gehen einen Halbtonschritt gedanklich runter, speichern uns das Cis, ja, speichern uns das in Gedanken ab und spielen den dann einfach oben mit unserem kleinen Finger. Und schon haben wir einen D-Major-7-Akkord. Ja, und das ist wirklich eine tolle Abkürzung und man kann in Sekundenschnelle so die große Septime finden und die dann auch in dem Akkord spielen. Ja, und das ist auch schon der ganze Zauber. Ja, und zur Übung kannst du das Ganze jetzt natürlich noch mit weiteren Akkorden ausprobieren. Und schreib mir doch mal unten in die Kommentare, ob du jetzt die Major 7 Akkorde schneller finden und schneller bilden kannst. Ja, und ob du davor auch immer so lange gebraucht hast, um die Septime zu finden. Also dann, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und wenn dir dieses Video jetzt gefallen hat, dann lass mir doch gerne ein Abo da und aktiviere auch das kleine Glöckchen, damit du in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Also dann, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, mach's gut. Ciao.